So, da sind wir bei Beyond Two Souls. Weiter geht's. Wundert euch nicht, ich bin ein klein bisschen erkältet. Ich klinge heute wahrscheinlich ein bisschen strange. Jodie sitzt hier weinend im Wandschrank. Die arme Kleine. Geburtstagsparty mit Gleichaltrigen seit langem mal wieder. Und dann passiert gleich so ein Bullshit. Dem Geburtstagskind hat das Geschenk scheinbar nicht so gut gefallen. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Und was macht man da? Ganz klar, man sperrt sie im Wandschrank ein. Was zur Hölle? Wer dachte, das ist eine gute Idee? Und ich würde sagen, Aiden, los, rette sie. Gucken wir erstmal, dass wir hier irgendwie rauskommen. Okay, die Tür aufmachen. Dann schauen wir mal, wie wir uns an ihn rächen können. Wir können nicht einfach gehen. Motherfucking Rache. Los, Aiden. Rache nicht im Sinne, dass ich irgendjemanden töten will, aber Rache, dass sie merken, dass sie so eine Scheiße verdammt nochmal nicht nochmal machen sollten. Okay, was können wir denn hier Hübsches machen? Lass doch mal gucken. Was macht ihr denn da überhaupt? Oh, Kuchen, schön, weißt du was? Fick deinen Kuchen. Kein Kuchen für dich. Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lasst mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Wie wär's mit Nein? Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund zur Panik. Es ist blöd, eingeschlossen zu sein, oder? Ja, es ist allerdings blöd, eingeschlossen zu sein. Dann erklär mal das deiner Mutter. Hast schon mal einen Stuhl gefangen? Mit dem Kinn? Ach ja? Warum bist du dann so panisch, mein Freund? Kann ich das Telefon aus der Hand schlagen? Nein, leider nicht. So geht's natürlich auch. Habt ihr euch alles selbst zuzuschreiben. Für dich auch noch was? Habt ihr eure Lektion gelernt? Können wir eigentlich gehen, theoretisch? Ich könnte gehen. Ich glaube, es reicht erstmal. Wer war das bloß? Kirsch! Mein Gott, was ist passiert? Sie wollte uns töten! Sie ist der Teufel! Der Teufel! Komm mit, Jolly. Gehen wir nach Hause. Tja, Karma, Bitches. Das passiert eben. Erste Besprechung. Oh, das war noch vor dem Experiment. Jetzt gehen wir ganz weit zurück an den Anfang von all dem hier. Also man hat immer wieder diese Zeitsprünge drin. Es ist keine gerade Zeitlinie, dass sie einfach nur älter wird. Also wie gesagt, wir waren ja auch schon mal älter. Wir waren ja auf dem Scheichempfang. Und jetzt sind wir wieder klein. Was kann ich damit anstellen? Kann ich auch irgendwie. Lass das ein. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Okay, hey. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Okay. Machen wir das doch einfach mal. Oh, was ist das denn? Achso, die kann wahrscheinlich noch gar nicht lesen. Wobei, je nachdem, wie alt sie ist. Hallo, Jody. Komm rein.
Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Boah, du bist eigentlich kein schlechter Kerl. So wie ich dich bisher zumindest kennengelernt habe. Halt mal. Schneekugel. Ich hab die Dinger als Kind geliebt. Du kannst sie behalten, wenn du willst. Okay. Naja gut, stellen wir sie aber erstmal wieder hin. Ich will sie nicht die komplette Zeit hier in der Hand haben. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Machen wir mal nichts dazu sagen. Mal sehen, wie er reagiert. Ich kann verstehen, wenn du nicht gerne darüber reden willst. Aber wenn doch, finde ich vielleicht etwas raus. Dieser Freund. Kennst du ihn denn schon seit langem? Seit deiner Geburt? I don't know. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? What? vielleicht... Kannst du ihn für mich malen? Warum auch nicht? Probier's doch mal. Es würde mich nämlich auch mal interessieren, wie sie ihn denn sieht. Ja, gesehen hat man ihn bisher noch nicht so wirklich. Bin ich jetzt wirklich gespannt, was letztendlich auf dem Papier endet. Wahrscheinlich war es total Verstörendes einfach, was selbst ihn, also hier Nathan, fertig macht, wenn er es sieht oder ihn an irgendetwas erinnert. Okay. Stört's dich, wenn ich's ansehe? Also, dieses Ding ist ein Freund und es ist verbunden okay. Mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Ja. Ich könnte ihn bitten, ob er es macht, ist die Frage. Schauen wir doch einfach mal, was können wir denn Hübsches machen? Ein Bildschirm. Ich glaube, das hat es nicht erwartet. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Holy shit. Nein. Es waren die Monster. What? Aggressive Bettflöhe? Die Monster? Okay, willkommen bei der CIA. Die Monster? Wie meint sie das denn?
leben die auch in Anführungszeichen unsichtbar die konstante Zeit neben uns und greifen vielleicht nur Leute an, die eine Verbindung zu so jemandem haben? Man weiß es nicht. Aber das lässt sich, denke ich mal, noch rausfinden. Was ist denn der Typ? Ist das nicht Nathan? Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Um 5? Da träume ich noch nicht mal von Kaffee um 5. So früh ist das. Ah, okay. Wir haben es aber trotzdem aus dem Bett geschafft, wie es aussieht. Ja, immer mit Ruhe. Okay. Das haben wir jetzt fast gedacht, dass es der rechte Stick ist. Ich bin jetzt gerade verwirrt, dass da was dran stand. Auch mit X vielleicht? Nein? Okay, einfach nur nach vorne. Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Heut noch! Ja, immer mit Ruhe. Was sei für ein fucking Bootcamp, in dem ich hier gelandet bin? Ganz genau so hoch. Komm schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Training meinen die hier wirklich ernst. Nicht nur geistiges Training, sondern auch wirklich körperliches. Okay. Ja, habe ich soweit verstanden. Einfach nur in die Richtung im Prinzip, in die die Aktion jetzt momentan geht. Das ist ja mit dem Interagieren ansonsten auch nicht, muss ich das blocken, nach hinten oder nach vorne? Okay, dagegen gehen. Not bad. Oh, fick. Oh, fick. Wie zur Hölle komme ich auf fick? Ich habe keine Ahnung. Oh, fuck, wollte ich sagen. Ja, ich weiß, wie es geht. Ich habe es nur verpeilt. Alles gut. Hoppa, und nach unten. Nach rechts. Okay, ja. Lass mal bitte nochmal machen. Zack. Dagegen stemmen, so rum und ducken. Okay, nicht übel. Ja, wenn man das Pop-Mal macht, dann kommt man da, denke ich mal, ohne Probleme rein. Und ich meine, das ist ja auch total simpel. Deckung. Ziehen, schießen. Dann zur nächsten Deckung. Okay. Kapiert? Schusswaffen, also auch. Oh, Moment mal. Da habe ich wohl die Box ein bisschen verpasst. Es tut mir jetzt leid. Komm raus da! Okay. Es gibt auch ein Deckungssystem in dem Spiel. Das ist eine Sache, die ich nicht wirklich erwartet habe. Und ich ganz ehrlich bin, dass wir jetzt sowas machen zum Beispiel. Aber warum auch nicht? Du musst jetzt wieder in Deckung gehen. Ich weiß. Eine Deckung. Spähen. Okay, wir können auch drüber gucken. Hoppa. Das hat er nicht kommen sehen, ne? Also, ich meine, die komische Pappscheibe, auf die wir geschossen haben, oder Metallscheibe. Okay. Also machen wir im Prinzip das komplette Training mit der durch, Stück für Stück sozusagen. Zwar natürlich nicht im kompletten 3 Jahre lang, aber... Exzellent, Joby.
Finde ich extrem cool gemacht. Recruit. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Finde ich extrem cool gemacht, dass sie da nicht nur im Prinzip gesagt haben, okay, du hast 3 Jahre Training, sondern sie lassen einen wirklich das Training auch selbst spielen und an der Ausbildung teilhaben, wie sie im Prinzip hier hatte, bei der CIA. Noch mehr Fässer? Oh, einfach die von unten raushauen. Fick dein Fass, so. Zufrieden? Gut. Und jetzt weiter. Was kommt jetzt? Okay. Oh, fuck, okay. Da muss ich nach vorne gehen. Ja, okay, okay. Immer dahin, wo die Arme gehen. Oh, fuck, schon wieder. Wenn Jojos Arme sich auf dem Bildschirm nach rechts bewegen, ja, okay, es ist schon klar. Es war jetzt nur gerade die Frage, ob sie sich nach rechts oder nach unten bewegt haben. Okay, die haben sich nach rechts bewegt. Punch! Nice, mit Entwaffnung. Die Kleine hat's drauf. Oh fuck! Es war ein bisschen zu hoch. Schneller! Und lass den Fettarsch unten! Los jetzt! Wie nett die immer sein müssen. Fettarsch, komm schon! Was zur Hölle? Der hat doch keinen Fettarsch! Oder habe ich einfach nur eine verschobene Optik? Okay. Muss ich da drüber klettern? Ah ja. Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Das ist richtig. Das kann gar keine Kaffeefahrt sein, weil die Kamelhaardecken fehlen. Die den ganzen armen alten Frauen verkauft wird. Für Tausende von Euro. Komm schon, Kamelhaardecken. Das klingt ja schon wie eine schlechte Idee. Komm schon drüber. Jawohl, Jody. Oh, okay. Autsch. Was macht... Oh, müssen wir sie jetzt aiden jetzt? Okay, heilen. Beide Kugeln auf die Wunde. Okay. Wie krass. Sogar eine Heilungsfunktion hat er eingebaut. Wir haben ein übernatürliches Medkit. Nicht schlecht. Das ist mein Prüfungstag. Mit einer Waffe? What? Nein. Seinen Kollegen geprügelt hat damit, wie geil. Oh, Alter, nee, Mann. Okay, so langsam habe ich es raus, wie ich wann was machen muss. Naja, besser für dich. Besser für dich, dass du aufgibst. Oh Mann, oh Mann. Das komplette Training hier, also. Hat schon einiges an Training. Das ist dann wahrscheinlich hier jetzt nochmal. Oh ja. Die Prüfung für den Ernstfall. In der wahrscheinlich alles Mögliche rankommt. Das heißt, Nahkampf. Vielleicht auch Schießen. Mit irgendwie. Was auch immer für eine Munition. Lenken Sie den Soldaten mit Aiden ab, okay?
mal da rüber. Kamelratten, solltest du mal hingehen. Geh mal da hin, mach die mal fertig jetzt. Oh, überwältigen mit Viereck. Okay, das war gut. Dann in Deckung gehen. Kurz mal um die Ecke schauen. Ah, sieht soweit gut aus. Oh, oh shit. Oh shit. Oh Mist. Die Chance habe ich verpasst. Aber er hat mich auch nicht gesehen, der Blindfisch. Was zur Hölle? Dann gehen wir mal davor, machen wir mal den fertig. Yes. Sehr schön. Okay, muss ich hier irgendwas mit Aiden wieder machen vielleicht? Da hinten die Tonnen umstoßen? Ja, das können wir schon mal machen. Ah, fuck, da oben steht auch noch einer. Okay. Da oben steht auch noch einer, den habe ich nicht gesehen. Oh Mist, wie kriegt denn den dazu? Ah, oh, okay. Einfach direkt. Choken. Zu Tode choken. Holy shit, okay. So geht's natürlich auch. Fuck. Fuck. Sag ich doch. Willst du hierbleiben die ganze verfluchte Nacht? Probieren wir es nochmal. Nee, ich will nicht die ganze Nacht da bleiben. Die blöde Frage, die andere Frage ist ja, wo zur Hölle kam dieser Typ gerade eben her? Als ich da drüber geschaut habe, stand da gar niemand, okay? Naja, gut, was soll's. Machen wir es eben nochmal ganz kurz. Das ist ja kein großartiger Hindernisparcours. Das ist ja ein relativ kleiner. Da ich ja jetzt mittlerweile auch weiß, was einigermaßen auf mich warten sollte, das kein Problem sein, hier nochmal durchzukommen. Erstmal unboxen von hinten. Batman-Style. Wunderbar. Der Batman ist auch derjenige, der so runterdrückt und dann noch einmal nachprügelt immer. So, lass mal da vorgehen. Mal gucken, dass wir den Typen hier, sobald er kommt, überwältigen. Yes. Dass der uns schon mal keine Probleme mehr macht. Ich muss mich wirklich daran gewöhnen, dass ich mehr mit Aiden rumschaue, bevor ich irgendeine Aktion mache. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich den Typen gesehen, der mich dann hier erwischt hat. Aber dafür trainieren wir ja. Und ich choke ich erstmal eine Runde. Hallo? Das ist kein guter Tag für dich. Das ist kein guter Tag für dich. Tonnen hier. Oder sonst noch irgendwo einer? Da ist gar niemand mehr. Bullshit, wer hat mich denn da gesehen beim letzten Mal? Da ist keiner. Oh, da oben ist einer. Achso, das ist mein. Achso, das ist mein Trainer, der zuschaut, okay. Den soll ich vielleicht nicht zu Tode choken. Das wäre vielleicht nicht so cool. Ist das noch irgendwas hier machen, um den. Der geht halt auch wieder zurück, ist die Sache. Wahrscheinlich muss ich es machen und dann einfach direkt gehen. Oh, keine Tonnen mehr für mich. Das ist blöd. Was zur Hölle? Wieso kann ich denn da jetzt nicht mehr die Tonnen anstoßen? Das ist ein bisschen doof jetzt. Chance vertan oder wie? Nope, darfst du nicht mehr. Ja. Okay, das ist ein bisschen zu weit entfernt. Und ich werde, sobald ich da wieder rausgehe, sieht er mich halt wieder. Das ist die Sache. Hab ich den da oben echt getötet, der da oben auf dem Ding liegt? Das ist die Frage, dass irgendjemand interessiert. Nicht so wirklich, wie es aussieht. Ja genau, sprint darüber und choking. Warte ich eben, bis er da ist und choke ihn dann. Oder box ihn um, wie auch immer, von hinten.
Jawoll. So geht's natürlich auch. So war's doch, oder? Bingo. Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Oh, wir haben es geschafft, kein Scheiß. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei. Gut gemacht, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Awesome. Prüfung bestanden. Das sind doch mal zur Abwechslung gute Nachrichten. Und Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns gejagt an. Bis dahin, haut rein.